heavy metal. Heavy metal is what goes in. Er selber steht auch auf der Bühne als cholerischer Tyrann. Für ihn auch eine Art Selbsttherapie. Als Kind war ich eigentlich sehr ruhig, total schüchtern. Aber es gab ein großes Problem. Ich hatte immer wieder Tobsuchtsanfälle. Ich warf mit Sachen um mich und musste eine Aggressionstherapie machen. Ich glaube, das passiert jetzt so ähnlich auch auf der Bühne. Es liegt sehr viel brach in mir. Und die Kreativität ist ein Weg, diesem inneren Grollen und Beben einen Ausdruck zu verleihen. Der Künstler Till Nowak hat ja einige tolle Geräte entwickelt, die sich auch wunderbar zur Aggressionstherapie nutzen lassen. Es sind Jahrmarktsattraktionen, die, sehen Sie selbst. Keine Angst, war natürlich nicht echt, ist nur ein Film. Ein Film, der, warte mal, ist heute nicht der 9.? Heute beginnt doch die Berlinale. Jetzt sag bloß, wir sind das einzige Kulturmagazin, das keinen Beitrag zur Berlinale hat. Großes Ereignis, wichtig für die Stadt, wichtig fürs Land, wichtig für die Branche. Ich finde es ganz toll und gehe da gerne hin. Man geht hin, weil es Teil des Business ist und man hat das Gefühl, man gehört dazu und es ist wohl ganz, ganz wichtig, dabei zu sein, aber es strapaziert mich über die Maßen und eigentlich hasse ich es. Danke, Dominik Horwitz. Das ist ja auch so ein Kandidat, der zwar in Filmen mitspielt und nicht in den schlechtesten, aber seine eigentliche Leidenschaft ganz woanders auslebt. Dominik Horwitz, der Mann mit den markanten Ohren. Schauspieler, Regisseur, vor allem aber Chansonnier, sein großes Idol, der unvergleichliche Jacques Brel. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout s'oublier. Il tourne, il danse, comme des oreilles crachées, dans le son déchiré d'un accordéon bronze. Le geste grave, alors le regard fier. Horwitz ist halb Franzose und mit ganzem Herzen Brel-Interpret. Daneben ist er auch Charakterdarsteller im Film und im Theater. Meist spielt er etwas kauzige Typen, denen er aber immer emotionale Tiefe gibt. Großen Erfolg feierte er 1990 in The Black Rider von Robert Wilson und Tom Waits. Jetzt inszeniert er zum ersten Mal eine Oper. Den Freischütz von Karl Maria von Weber, der auch schon die Vorlage zum Black Rider war. Dabei ist er nicht zimperlich. Er kürzt, stellt um, alles im Dienste seiner Figuren, wie er sagt. Die berühmte Eingangsszene, das Victoria, Victoria, verpflanzt er mal eben in die Mitte des Stücks. Für seinen mutig zurechtgestutzten Freischütz erntete er tosenden Applaus bei der Premiere in Erfurt und wütende Buhrufe. Wie konnten Sie es denn auch nur wagen, so ein deutsches Nationalheiligtum wie den Freischütz zu dekonstruieren? Ich habe also den Freischütz nicht dekonstruiert. Ich habe den Freischütz neu zusammengestellt in einer Art und Weise, von der ich sagen kann, das ist der wahre Freischütz. Es ist für einen Theatermann nichts Besonderes,
dass man kürzt, dass man verändert, dass man umstellt, ist was ganz Normales. Dass es bei der Musik oder im Musiktheater nicht der Fall ist, er spricht nicht für den Zustand des Musiktheaters. Und wer sich an der Musik laben will, der soll ins Konzert gehen, finde ich. Was hat Sie denn besonders am Freischütz fasziniert? Also es ist die Ebene, die über den Gesang hinausgeht, ist die, um die wir uns zu kümmern haben. Das machen Sie erstmal einem Opernsänger klar. Ja, dass Sie sagen, ey, also mich interessiert, wie du singst, ist mir völlig egal. Ich meine, dass du gut singst, dafür bist du engagiert. Aber darum geht's nicht. Und das ist für den einen oder anderen doch zuweilen sehr beschwerlich, dieser Weg loszulassen und sagen, der Mensch und seine Qual in dem Moment ist das, was ich darzustellen habe, auch mit dem Gesang. Also Sie dienen der Figur? Ich diene dem Musiktheater, ich diene der Bühne, den Bühnenvorgängen, den Figuren, Gedanken und den Emotionen der Figuren. Also das, was letztlich, weswegen Menschen ins Theater gehen. Oder in die Oper. Und wem Sie ja auch noch dienen, ist ja Jacques Brel. Also mit dem haben Sie sich ja eingehend und sehr, sehr lange beschäftigt. Warum? Was fasziniert Sie so sehr daran? Jacques Brel ist für mich der Allergrößte. Es gibt keinen Chansonnier, der derart das Theater in die Musik hineingebracht hat. Mhm. Und man könnte sagen, jedes Chanson ist ein kurzes, dreiminütiges Theaterstück. Es ist manchmal ist es wahr, manchmal ist ein Chanson von ihm eine dreiminütige Oper. Aber warum dekonstruieren Sie den Freischütz und würden aber nie einen Chanson von Jacques Brel anrühren? Ich musste es wieder gut machen, was diesen Figuren angetan wird. Bei Brel es ist natürlich sehr schwer, weil er liebt seine Figuren derartig. Er geht so menschlich, so behutsam und manchmal genau das Gegenteil, so brutal mit ihnen um, wie sie es eben verdienen oder wie wir es verdienen, mitzuerleben. Also verändere ich dann schon, aber es ist ganz, ganz selten. Wäre es dann möglich, dass Sie mir einen Text aus dem Freischütz als Chanson interpretieren? Da habe ich hier so ein paar Textzeilen. Vielleicht ist das ja möglich, diese beiden Welten zusammenzubringen. Hat denn der Himmel mich verlassen, die Vorsicht ganz ihr Aug gewandt? Soll das Verderben mich erfassen, verfiel ich in des Zufalls Hand? Das würde Brel niemals so machen. Ich mag es gerne, aber das ist nicht Jacques Brel. Okay. War vielleicht nicht so eine gute Idee, war auch nicht von mir, sondern von Paul, meinem Mitbewohner. Aber der ist ja in letzter Zeit auch zu nichts mehr zu gebrauchen. Fällt dir was auf, ne? Berlinale! Ich bin akklimatisiert, Pega! Kino, das ist nicht wieder ein Fernsehen, das ist Kino! Da ist Lars Heidegger, da ist Matthias Schweighöfer, da bin ich! Tagelang anstehen in der Kälte! Berlinale! Denken Sie mal drüber nach. Man kann sich nichts dabei denken. Na gut, dann halt nicht. Bis nächste Woche im Kulturpalast. Tschüss! So, wir machen ein Stück Torte. Komm nicht durchs Papier. Johannes! Johannes, ich komm nicht durchs Papier durch.